Ich habe mich auch hier direkt vor der Mission schon ausgesetzt, ne? Wie doof kann man eigentlich sein? Entschuldigung. Ach so. Stimmt, wir müssen da eben was ändern, Leute. Oh, ich muss mal kurz raustabben. Einen Moment. Hallöle. Was war das? Piri, Hallöchen. Ja, es sind Drops aktiviert. Hier bekommt ihr dieses Gewehr für zwei Subs und die normalen Standard-Drops fürs Zuschauen. So, einen Moment. Wir müssen das mal eben kurz anders machen. Ich muss ja den Browser wieder ausmachen. Piri, Dankeschön für zwei verschenkte Subs. Vielen lieben Dank. Docs. Wartet kurz. Manager. Ah, hier ist es. Perfekt. Shuyu und der Beutel haben Sub bekommen. Sehr schön. Dankeschön, vielen lieben Dank. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Gewehr. Ist das echt so geil? Ich höre nur Gutes momentan. So. Gucken wir nochmal, ob die Facecam richtig ist. Die müsste noch ein Stück nach oben. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So. Dankeschön für den Follow. Vielen lieben Dank. Schenk dir doch selber zwei Subs, dann kriegst du es auch. Junge. Also, da kann ich auch woanders reinpayen, ey. Ein Display zum Beispiel für drei Poster. Okay. Ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Part 4 oder 5? 5? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und wir sind jetzt hier bei der Mission mit Betritt in den geflutenen Tunnel. Wir machen jetzt die Mission unseres Lebens. Oder eine unseres Lebens. Ich glaube, das wird sehr aufregend jetzt. Also, falls ihr euch nicht spoilern möchtet, gerne im Lurk oder abschalten, was auch immer. Und für die Leute, die zuschauen, viel Spaß auf jeden Fall, Leute. Ich glaube, das wird sehr aufregend. Ich habe, glaube ich, soweit alles ausgerüstet. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich glaube, eine Menge Action, aber wir werden sehen. Aufträge habe ich ja soweit alles erledigt. Es ist nur noch diese eine Mission, die wir aktuell machen können. Einer, würde ich sagen. Habe ich jetzt Chrome eingeschlossen? Okay. Ciao, Leute. Das war schön mit euch. Oh, was für ein Saustall. Wovon redest du? Reed, hörst du mich? Bin jetzt im Gang. Laut und deutlich. Bin auch in Position. Oh Mann, ich bin so aufgeregt, Junge, wie so ein kleines Kind. Oh Gott, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Den Tauchanzug an, bevor du tauchen gehst. Ja. The question is, where is the Tauchanzug? Muss ich da auf? Wie zieh ich den an? Hab ich noch gar nicht nachgeschaut, tatsächlich. Das ist das Einzige, worauf ich nicht geschaut habe. Wird er denn nicht hierbei sein? Einmal nicht. Okay, Rucksack. Wie ziehe ich den jetzt an? Habe ich den jetzt angezogen? Als auf Outfit ist er drin. Okay. Nein, das war das Falsche. Moment. Ah, jetzt habe ich ihn an. Habe ich danach trotzdem noch mein Dings? Alter, was für ein Knackarsch ich da drin habe. Okay. Ich hoffe, wir kriegen unsere Sachen danach wieder, ne? Ganz kurz.
Oh je. Ich glaube, das war es mit unseren schönen Anziehsachen, die wir da anhatten. Naja. Ich bin im Wasser. Gut, such einen Weg zur anderen Seite. Ich erkunde bis dahin die Gegend ums Hotel. Hansen hat bestimmt die Tunnel fluten lassen. Haben wahrscheinlich nicht genug Leute, um alle Eingänge zu bewachen. Oh, das ist eine Mine. Ich habe eine Lücke in ihrer Abwehr gefunden. Sollte gleich drin sein. Out. Mhm. Keine Platzangst hab. Hoffentlich bleibt das auch so. Ich habe jetzt die Patrouillenrouten im Kopf. Kann mir ungesehen einen Weg bahnen. Ob da Minen einfach sind, what the fuck? Tiefer in den Tunnel? Wollte mal eben kurz gucken. Okay. Wait, bin ich wieder zurückgeschwommen? Nee, sah grad so ähnlich aus. Okay, kommen wir da vielleicht irgendwo hoch? Ah, da. Da ist eine Leiter. Na, jetzt habe ich das durch. Oh, ich hasse das, wenn man mit Ducken und dass man aber springen kann, ne? Echt ungünstig auf jeden Fall. So weit, so gut. Scheiße. Oder ich bin blind. So, zwei
klar. Bin am Tor zum Lagerhaus. Du musst das Gebiet sichern und das Tor von innen öffnen. Ja, ein Moment. Wir gucken erstmal, was wir alles machen können. Oh. Da steht direkt einer. Ja, dann gehen wir da erstmal hin, ne? Da auch hier lang gekrabbelt? Moin. Schnauze. BD. Weiß halt nicht, Quickhacks und. Oder sollen wir das hier oben machen? ED, 1C, 7A, 7A. ED, E9. Eise, da oben ist kein E9 mehr. Wir machen das andere, ED, BD, 9. Hm. Wir könnten das E9 noch machen, oder? Scheiße, warum ist das 7a da nicht? Das wäre so perfekt gewesen. Naja, egal, machen wir die beiden. Ich würde gerne mal die Pistole ausprobieren, die haben wir noch gar nicht ausprobiert. Alter, als ob die One-Shot macht. What the hell? Wo bist du, Reed? Sieht man doch auf irgendeine Cam bestimmt, oder? Nicht mal zu, verdammte Scheiße! Wenn wir nicht bis morgen aus der Stadt sind, bin ich tot! Verstehst du das? Hört denn doch ja, irgendwo. Es ist so ernst. Wer bin ich das? Mann, ich muss los, okay? Bis dann. Das muss geliefert werden, Joom. Aber nicht hier. Nur für VIPs, okay? Also, wo soll ich dann... Sehe ich aus wie der verfickte Hotelrezeptionist? Ein bisschen. Anderer Eingang. Und weint der eine? Hä? Die Lieferung. Irgendwas von Interesse gesehen? Alkoholkartons und so. Hast du unsere Steuer kassiert? Na klar. Das war hier, wo die sich geboxt haben, ne? Oder? Ah, doch, das war hier. Auf jeden Fall. Ah, da bist du ja. Wie sieht's aus? Ein Tor. Zwei Wachen. Um die kümmere ich mich. Mach mir nur das Tor auf.
Womit mache ich denn das Tor offen? Das steht da gar nicht. Ah, BD. Nein. Hallo. Bitte schön. Okay, hab Zugang zum Aufzug und fahr nach oben. Mach auch los. Wir sehen uns dort. Verstanden. Jemand schleicht hier rum. Oh. Wo sind diese Deppen? Siehst du das? Da war irgendjemand. Ich glaube, wir haben Besuch. Feindkontakt! Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Entsorgen die mal. Oh, können da mehr rein? Ich glaube, ist voll, ne? Ah, da ist noch mehr. Okay, warte. Warte. Wir machen das ordentlich, Leute. Was, ne, das zählt nämlich mit. Minimaus. Okay, den einen konnten wir eh nicht wegschmeißen, glaube ich. Okay. Vor ihm? Jensen. Der Mann hat in NUSA und Night City mehrfach den Mittelfinger gezeigt. Dafür sollte er schon seit Jahren tot sein. Stattdessen gehört ihm ein ganzer Bezirk. Also hast du Angst? Das ist Hensens Revier. Er hat hier die Oberhand. Das ist einfach eine Tatsache. Geht mir deshalb der Arsch auf Grundeis? Das stimmt nicht. Ein ganz kurz was gucken. Ich hab nochmal meinen Scheiß hier an, ne? Will sich langsam abziehen? Vielleicht laufe ich da noch ein bisschen mit rum. Ich suche dir einen Ort, von dem aus du mich sehen kannst. Neutralisiere alle Bedrohungen. Bleib jetzt ruhig. Das ist ja gut. Ich kann meine Waffe nicht ziehen. Scharfschützen erledigt. Bin bei seinem Nest. Perfekte Sicht, ich sehe alles. Gib mir Deckung. Du bist in bester Jagdposition. Neuer Benutzer entdeckt. Kalibrierung läuft. Feuermodus inaktiv. Bin in Position. Siehst du mich? Hab dich. Und was jetzt? Wir machen das schön still und leise, klar. Wenn du Wachen vor mir siehst, gib mir Bescheid. Keine Sorge, Boss. Zur Not hat das Gewehr einen Schalldämpfer. Ich sehe mich besser um. Heranzoom ist rechte. Ah, okay. Rechtes. Ah, okay, warte. Mine, gleich um die Ecke. Gut gesehen. Wäre mir nicht aufgefallen. Hm. Okay, dann Treppe runter. Security. Suche mit einem Scanner nach potenziellen Gefahren. So. Ich soll meinen Scanner festhalten, ich Idiot. Kamera. Viele Kameras.
Sollte Zugriff haben, sobald das Scharfschützennest kalibriert ist. Gut, die könnten nützlich sein. Da sind einige Wachen auf dem Weg vor dir. Verstanden. Wir erledigen sie nacheinander. Müssen nicht wissen, dass wir hier waren. Ich sehe den Hauptaufzugsschacht. Zu riskant. Oben werden Wachen sein. Aber behalte den im Blick. Okay. Die Jungs haben letzte Nacht wieder den Trottel mit der Spraydose erwischt. Den Fried City-Typen oder den Heel-Idioten? Ich sehe einen Haufen Container. Über die könnte ich zu dir kommen. Ja, ich sehe sie auch. Ich baue dir eine Brücke. In der Nähe ist ein Wartungsaufzug. Mit dem fahren wir hoch. Aber erstmal muss ich hinkommen. Gib mir Deckung. Kalibrierung abgeschlossen. Feuermodus aktiviert. Okay. Wie schieße ich denn? Rechte Maustaste. Okay. Kann ich hier nochmal kurz speichern oder so? Oh Gott. Vergiss nicht, der Gang ist vermint. Sonst ist die Luft rein. Verstanden. Ich gehe weiter. Was ist mit dem Scharfschützengewehr? Aus, ne? Eine Tsunami zu Shigumo kann ich auf Verbündet stellen. Ah, er ist schon dabei. Er ist schon dabei, sie zu entschärfen. Mine entschärft. Weiter geht's. Ich sehe nichts. Ist um die Ecke irgendwas? Kann ich weiter? Da ist nix. Leider nicht. Verstanden. Bin ich hier in Deckung. Komplett pleite. Dann müssen wir wohl mal eine Runde um den Block drehen. Ab jetzt ruhig. Ja, ich bin doch schon die ganze Zeit ruhig. Ein Generator. Ja. Schalt ihn ab. Soll ich darauf schießen? Ich sehe viele Kabel. Sensor ausgeschaltet. Sehr gut. Weiter geht's. Ach, dass der gleich noch aufsteht. Freie Schussbahn. Auf mein Signal. 3, 2, 1. Gut gemacht. Weiter geht's. Ich habe nichts übersehen, ey. Patrouille kommt auf dich zu. Verstanden. Ich gehe in Deckung. Hey, was ist der Unterschied zwischen einem Scaff und einer Zwiebel? Keine Ahnung. Beim Scaff musst du nicht heulen, wenn du ihn aufschlitzt. Ich gehe weiter. Der Scharfschütze hat mich gesehen. Erledige ihn. Sehr gut. Weiter geht's.
Oh Mann, ey. Bin in Position. Die Wache ist in Sicht. Siehst du die Kamera über mir? Die können wir nutzen. Bin über die CCTV? Ach so. Ja. Die Kamera gehört mir. Markiere unser Ziel und schieße. Der Schuss sollte durch die Wand gehen. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Wache erledigt. Gut gemacht. Was war das denn für eine Frage von ihm gerade? Patrouille kommt. Ich sehe sie. Ich hab's auch gehört. Gehen wir. Ich wurde vielleicht gesehen, wie. Du musst dich um die kümmern, bevor sie mich erwischen. Die Luft ist rein. Kannst weiter zur Brücke. Gute Arbeit. Nehmen wir das mit? Okay. Ja, gerne. Nehmen wir gerne mit. Ich lasse jetzt die Brücke runter. Los. Hast reine Arbeit, wie? Sehr gut. Ich bin beeindruckt. Mir nach. Geh mir zum Aufzug. Ich musste das doch mal eben kurz hacken. Einen Moment. F7A. Kann ich nicht mal langsam diesen scheiß Anzug ausziehen? Das ist ja furchtbar. Ich kann ihn nicht ausziehen. Wir wollen es ja noch schick machen, hast recht, ne? Ich sollte vielleicht drücken, Entschuldigung. Ich sollte weniger labern. Fast geschafft, wie? Mhm. Na endlich. Du siehst ein bisschen blass aus. Ich? Durch mein schwarz gemanteltes Gesicht? Hm. Kleines Déjà-vu. Anderer Aufzug, anderes Hotel. Mhm. Die Sache ist nicht gut gelaufen. Wie kommst du darauf? Teil meines Jobs, sowas zu bemerken. Auf wie vielen Missionen warst du? Ungefähr. Deutlich mehr als dein Alter in Jahren. Ah, aber jetzt ja. Überfallen wir die Party eines ruchlosen Diktators, dem wir seinen wertvollsten Besitz klauen wollen. Naja, sogar im Tauchanzug geil. Also von daher. Zeit zum Umziehen. Oh ja. Zieh deine neuen Klamotten an und üb dich im Lächeln. Zeit für die Party. Abendgarderobe. Wow, ist das pottenhässlich. Das ist ja pottenhässlich. Also da hätten wir auch andere Sachen gehabt. Alter, sieht das furchtbar aus. Na gut. Das sieht furchtbar aus. Das sieht absolut furchtbar aus. Wir sind soweit. Alter, wie, das sieht furchtbar aus. Oh Gott, Stöckelschüchen. Hast du dich auch hübsch gemacht? Oh, er sieht ja richtig geil aus.
Alter, warum siehst du so gut aus und ich so scheiße? Och, Manu. Eins muss ich Hansen lassen. Die Party hat was. Klotzen, nicht kleckern. Zu meiner Zeit gab's sowas nicht. Und jetzt geh da rüber und hilf mir auf die Sprünge. Hab vergessen, wie echter Champagner schmeckt. Ah. Junge. Ist unverschämt. Geil. Sieht richtig schön hier aus. Ich bin an der Bar, falls du mich brauchst. Jolly, danke, Alter. Was ist mit dir los heute? Hä? Champagner anbieten? Da sage ich nicht nein. Ich werde gleich sowas von auf die Fresse kriegen von Reed. Einen angenehmen Abend noch. Was jetzt? Ich weiß auch nicht mehr als du. Wir sollten herkommen. Entweder trifft sie uns, oder sie hat was für uns versteckt. Und du? Was machst du? Ich glaube, das ist eine geile Party hier. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Das weiß ich. Jetzt kommt sogar das Lied. Oh Gott. Zu meiner Rechten, in der Nische hinter der Treppe. Der Typ in Uniform, der aussieht, als käme er direkt vom Schießstand. Ihm gehört das Black Sapphire, Mr. Dogtown höchstpersönlich. Kurt Hansen. Und offenbar gut Freund mit dem NCPD-Commissioner. In seinen Durchsagen wettert er über die Polizei. Aber das ist nur Show. Hinter verschlossenen Türen steigt er nur zu gern mit den NCPD-Oberbullen ins Bett. Halt dich fern von ihm. Keine Konfrontation. Aber bleib sichtbar, damit Songbird auch die Chance hat, uns zu finden. Ich hol mir einen Drink und seh mich um. Bleib dran. Hä? Jetzt kommt sogar das Lied. Dass du niemanden bedrängst. Möchten Sie etwas trinken? Also tu so, als hättest du Spaß. Ja, ich hab Spaß. Ich trinke nochmal Champagner für Johnny. Johnny, bitte. Sag mal, ich suche nach einer Freundin, die ich hier treffen wollte. Okay. Hat deine Freundin einen Namen? Song So-mi. Koreanerin. Um die 30. Hab sie vielleicht gesehen. Auf diesem Stock. War sie allein. Das extra für uns gemacht wurde. Nein, nicht Colonel Hansen war bei ihr, glaube ich. Aber der redet gerade mit irgendwelchen anderen Leuten, nicht mit ihr. Ja, ich sehe ihn. Genehmige dir nachher einen auf mich. Danke. Das mache ich doch gern. Ich würde schon gern mal hingehen. Noch mehr saufen? Alles auf Johnny, Mann. Ich hoffe, ich bin nicht besoffen gleich. Prost. Danke. Soll ich jetzt überall saufen oder was? Es geht nicht darum, was für Papiere du hast. Du musst Hansens Sprache sprechen. Du wolltest ein paar Militärslogans bringen, Hansen dazu 10% des Bezirks zu revitalisieren. Ich hab Angst, dass die Zeit uns hier abläuft. Oh, wie schön es sein ist. Oh mein Gott.
Überlass aber Hansen. Oh mein Gott. Nimm's mir nicht übel, aber du würdest das nur versauen. Oh mein Gott. Junge, ich habe mich so krass verliebt in dieses Spiel, es ist unfassbar. Pacifica kann auch schön sein, aber Night City von Weitem sieht einfach geil aus. Das erinnert mich wirklich an die erste Mission, die wir hatten. Die erste richtige Mission. Okay, die Mucke ist scheiße, die, das ist, also ich fand das andere Lied gerade besser. Noch mehr saufen. Prost. Stöhnen die da hinten rum? Vielen Dank. Guck mal hoch auf den Zwischenstock. Stock. Willst du dich auf Hansens Kosten besaufen und dann den Teppich vollkotzen? Respekt. Oh. Hab ich zu viel getrunken? Ist das, Hey, was macht sie denn hier? Oh Gott. Das Kleid steht dir gut. Danke. Und das hat dich bestimmt am meisten überrascht. Es ist so schön, dich zu sehen, Vi. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen soll. Ich bin auch verwirrt hier gerade. Schön, dich endlich mal persönlich zu treffen. Unser letztes Gespräch endete dramatisch. Der Runner, dein Freund, der uns letztes Mal verbunden hat. Ich habe ihn umgebracht, oder? Die Blackwall hat's leider getötet. Nicht du. Du kannst von Glück reden, dass du noch lebst. Ich hatte keine Zeit, alles zu erklären. Soul, ich habe so viele Fehler gemacht. Ist schon gut, Song. Nicht deine Schuld, sondern voll und ganz unsere. Eure? Meyers und meine. Ich weiß, wozu sie dich gedrängt, gezwungen hat. Und ich war nicht da, um sie aufzuhalten. Wir reden später weiter. Zuerst holen wir dich hier raus. Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Wir können hier raus. Das meine ich nicht. Ich sterbe so. Wie? Hansen hat das Gegenmittel. Wenn wir abhauen, sterben wir beide. What? Der Relic bringt Vi um. Die Blackwall, mich. Ich kann nicht weg. Oh, wir stecken in derselben Scheiße. Warum hast du nichts gesagt? Hatte nicht die Zeit. Aber hör zu. Ich brauche Hilfe. Eure Hilfe. Hansen besitzt irgendeine Tech aus einem Bunker in Dogtown. Tech, die mich und Vi heilen kann. Wir müssen sie klauen. Aber das geht nur, wenn ich hier bleibe. Die Gefangene spiele. Sumi, scheiße. Wir warten auf unsere Chance und schlagen zu. Ich bleibe hier und melde mich, wenn die Zeit reif ist. Sobald ich die Tech habe, hau ich ab. Mit dir ist es nie einfach, oder? Ah, Sumi.
Das war so klar. Willst du mir deine Freunde nicht vorstellen? Oh, das war so klar. Es kommt nicht oft vor, dass ich die Gäste auf meiner eigenen Party nicht kenne. Und ich vergesse nie ein Gesicht. Kurt Hansen. Ich bin Wie. Einfach Wie. Hab's du mir ewig nicht gesehen. Wir reden über früher. Ah, so ist das also. Für mich gehen Wiedersehen oft mit gebrochenen Herzen einher. Oder Zähnen. So oder so. Beides sehr schmerzhaft. Nun gut. Ich muss dich entführen, meine Liebe. Dich wollen ein paar NC-Politiker kennenlernen. Und wenn wir möchten, dass die hungrigen Ratten aus Dogtown wegbleiben, müssen wir sie gelegentlich füttern. Ich gehöre ganz dir, Kurt. Bis gleich wie. Es hat geklappt. Unser Link hat sich wieder aufgebaut, als ich dich berührt habe. Interessant. Ich muss das verarbeiten. Ich brauche einen Drink. Ich bin unten. Pass auf, Lee. Ich werde dir alles erklären. Was soll das, Song? Ich kenne nicht viele Gefangene, die im Cocktailkleidchen auf Partys abhängen. Und dann der übertrieben freundliche Umgangston mit deinem Kidnapper? Das ist Tarnung, Wie. Ich tue, was ich muss, um zu überleben. Und um zu kriegen, was ich will. Hansens Angeberei ist ein kleiner Preis. Wie, ich... Ich kann jetzt nicht alles bis ins Detail erklären. Aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Alles, was ich will, ist unsere Heilung. Das wollte ich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ne? Aber ich glaube ihr irgendwie. Ich weiß nicht. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Mir auch nicht. Glaub mir. Ganz ehrlich, es sieht für uns alle drei beschissen aus. Das Heilmittel. Wie kommen wir daran? Wir brauchen die Neuralmatrix. Geheimtech, die KIs von hinter der Blackwall benutzt. Die Matrix liegt auf einem Mainframe, den Hansen im Bunker gefunden hat. Der Mainframe ist gesichert und Hansen hat keinen Zugriff. Was genau ist eine Neuralmatrix? Kurz gesagt, ein Speicher für eine KI, die in bestimmten Bedingungsgrenzen gefangen ist. Wenn die KI ausgelöst wird, führt sie aus, was diese Bedingungen vorschreiben. Genauer kann ich das jetzt nicht erklären. Keine Zeit. Raus damit. Gibt's einen Plan? Hansen braucht mich und zwei Runner, die früher mit der Tech gearbeitet haben. Sie haben Zugriffscodes, die sie ihm verkaufen würden. Normaler Schwarzmarktkram halt. Sie sorgen für den Zugriff und ich weiß, wie wir Matrix und Daten aus dem Mainframe ziehen. Wir sollen zusammenarbeiten. Das ist unsere Chance. Du klaust die Zugriffscodes und lässt die Runner verschwinden. Dann gebt ihr euch als die beiden aus und trefft Hansen. Bei der Gelegenheit schnappen wir ihm die Matrix unter der Nase weg. Oh, ob das so einfach funktioniert, ich glaube eher nicht. Wie soll das gehen? Wie sollen wir uns als die Runner ausgeben? Tech für Persönlichkeitsdiebstahl. Alex und Reed kennen sich gut damit aus. Sie werden es dir erklären. Dass uns ausgerechnet die beiden helfen, hätte ich nie gedacht. Dieser Job, diese ganze Sache mit Hansen, das passt doch alles vorne und hinten nicht. Du verschweigst mir irgendwas. Ich kann dir jetzt nicht alle Details geben, Wie. Bitte, wir brauchen die Matrix. Konzentrier dich auf die Runner. Die sind hier. Unten. Rothaarige Zwillinge. Beide mit mehr Eis als in der Antarktis. Deine Kiroshi-Scans werden durchdrehen. Du willst mich loswerden. Das Champagnerglas da drüben. Dort warten Infos auf dich. Bring sie Reed. Die braucht ihr später. Ich muss jetzt los, Wie. Ich zähle auf dich. Songbird? Und weg ist sie. Junge, es ist dunkel hier.
geht denn jetzt ab, Alter? Alter, crazy. Alter, also wirklich. Nice, dass die sowas eingebaut haben. So, also ich bin gerade so, hä? Geil. Geile Show. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Damit hätte ich nicht gerechnet. Boah, ist das laut hier gerade. Geil. Kann man ja überall trinken. Guck mal. Dein neuer Freund hat besondere Bedürfnisse. Er versucht, seine Sorgen zu ertränken. Da kenne ich ja noch einen, ne? Hm? Ich habe über den Relic mit Songbird gesprochen. Das geht wieder. Mhm. Alles okay, Reed? Ja, muss das nur kurz verarbeiten. So bin ich gestrickt. Nach Widrigkeiten muss ich erst mal kurz in mich gehen. Ist was dabei rausgekommen? Ja, wir wissen jetzt, wer Myers erledigen wollte. Wer Myers? Hallo? Erde an wen denkst du? Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe Zufälle als Muster.
hat Strukturen, die es zu erkennen gilt. Hm, was meinst du damit? SF-1 stürzt ab. Nicht irgendwo, sondern in diesem Bezirk. Beherrscht von jemandem, der angeblich eine mysteriöse Tech in einem Geheimbunker gefunden hat. Mhm. Der Absturz war ein Insider-Job. Das haben wir von Anfang an geahnt. Jetzt steht es fest. Und wir wissen, Songbird steckt dahinter. Und das hast du nach nur einem Drink rausgefunden? Oben auf dem Zwischenstock hat sich das Puzzle zusammengefügt. Somi meinte, sie stirbt. Daraus lässt sich einiges ableiten. Sie hat garantiert eine Abmachung mit Hansen getroffen, bevor das alles passierte. Das Leben der Präsidentin für diese Tech. Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Opa, die Kaffee mal das dreht und bin. Die Präsidentin an einen Waffenhändler verkauft? Krass. Wenn's stimmt. Ich weiß nicht. Myers hat Somi dazu gedrängt, Grenzen zu überschreiten, bis es ihr zu viel wurde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Song hat mich angeheuert, um Myers aus dem Wrack zu holen. Ich glaube nicht, dass sie wollte, dass Myers stirbt. Oder Hansen sie kriegt. So einfach ist es nie wie. Ich denke, Somi spielt beide Seiten gegeneinander aus. Sie hat Abmachungen mit Hansen und mit dir. Ja, aber von mir kriegt sie ja nichts. Sie hat Hansen, wo sie ihn haben will. Dann kommst du. Sie bittet dich, über den Relic die Präsidentin zu retten. Das ist ihr Alibi. Du brauchst das Heilmittel so dringend wie sie. Also hilfst du ihr auch, wenn der Plan schief geht. Und jetzt sind wir hier. Ja, und wir eilen Songbird zur Hilfe. Mehrere Schritte vorauszuplanen war schon immer ihr Ding. Aber das Urteilsvermögen ist ihre Achillesferse. Als Schachmeisterin wäre sie bestimmt berühmt für glanzvolle Spielzüge und wunderschöne Niederlagen. Ich vertraue ihr trotzdem. Ich vertraue ihr, dass sie ihr Versprechen hält, mir das Heilmittel zu besorgen. Was anderes zählt für mich nicht. Ich werde vorsichtig. Halt lieber Augen und Ohren offen. Aber ich kenne Somi gut genug, um zu wissen, dass sie immer fair bleibt. Ja, also. Also, was hältst du von all dem? Ich glaube nicht, dass allein Somi die Schuld trägt. Unter Agenten ist nichts, wie es scheint. Wir müssen weiter Fragen stellen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Weiß ich aus Erfahrung. Das Wichtigste ist, dass ich sie aus dieser beschissenen Lage raushole. Dann sehen wir weiter. Aber wir müssen voll sein. Klingt gut, ich verstehe dich nicht, Reed. Ja, aber wir sollten sie im Auge behalten. Klar. Widerspricht bedingungsloses sich Vertrauen war früher mal. Okay. Zurück zum Thema. Was müssen wir tun, um sie zu retten? Um an die Tech zu kommen, die Songbird und ich brauchen, sollen wir Hansen treffen. Das muss vorbereitet werden. Wir sollen uns nämlich als zwei Runner ausgeben. Dafür müssen wir deren Identitäten klauen, was auch immer das heißt. Persönlichkeitsdiebstahl. Erinnert mich an eine Mission in Kolumbien. Wer sind die zwei und wo finden wir sie? Wie machen wir das? Wie klaut man denn jemandem seine Persönlichkeit? Metantropischer FIA-Tech. Alex hat Zugriff. Du warst dabei, als sie es eingesetzt hat. Man sieht aus, klingt und verhält sich wie die imitierte Person. Dafür müssen wir unsere Ziele scannen. Song hat mir diesen Splitter gegeben. Die Netrunner sind Bruder und Schwester. Rothaarige Zwillinge. Amüsieren sich hier irgendwo. Okay, wir müssen Datenproben für bestimmtes Verhalten sammeln. Wir suchen die beiden, reden und scannen sie dabei. Alles klar. Glaube ich. Fangen wir gleich an? Da drüben. Lol.
Die stehen da. Wow, das ging ja richtig schnell, Reed. Sind mir schon vorhin aufgefallen. Sie stechen sogar hier in diesem Gemenge hervor. Roulette für die Zwillinge. Alex, verstanden? Alles klar. Ich bereite die Tech für den Scan vor. Du kennst dich noch nicht aus, aber keine Sorge. Wir machen das zusammen. Jeder von uns scannt einen Zwilling. Alex leitet uns. Wie? Ich übertrage dir Geld aus dem Missionsbudget. Besorg dir Jetons und spiel mit. Aber verzock nicht alles in der ersten Runde. Ich soll da mitspielen? Und wir kennen uns nicht. Dann alles klar. Boah, den werde ich so fertig machen, wenn wir zu spielen. Eine Goldmine dafür. Glücksspiele bringen Freude und Enttäuschung. Ungezügelte Emotionen. Perfekt für den Scan. Na dann. Guten Abend. Guten Abend. Ich will Jetons kaufen. Natürlich. Viel Glück beim Spielen. 80.000. Ey. Ich hab ein Schwein verhelft. Wie noch was? Du bist nicht hier, um Spaß zu haben. Einfache Wetten, rot oder schwarz. Kein Double Street oder so eine Scheiße. Verstanden? Verstanden. Ich hab davon null Ahnung. Wir brauchen verschiedene Emotionen. Also provozier sie ruhig. Aber subtil, sonst schlägt der Scan fehl. Subtil? Was heißt subtil provozieren? Oh Gott. 28. Spielst du mit? Schwarz. Ja, gerne. Setzen Sie, bitte. Ach so, Entschuldigung. Ich setze mich. Schwarz ist meine Glücksfarbe. Kann ich Black Eye! Bitte sehr. Schwarz soll es sein. Ich hoffe, das passt. Entspann dich. Gib ihnen Drink aus. Ich komm gleich. Alle Wetten sind gesetzt. Willst du dich nicht vorstellen? Wie? Und du? Aurore Cassel. Der Langweiler ist mein Bruder Emmerich. Wie läuft's? Habt ihr Glück? Wir haben erst angefangen. Was wollt ihr trinken? Ich lade euch ein. Ich nehme Bourbon. Leider trinkt mon frère nicht. Du hast die Dame gehört. Und Real Water für den Herrn. Was darf es für Sie sein? Ich nehme das gleiche wie die Dame. Bourbon, natürlich. Ich muss mich ja anpassen. Kommen gleich. Ich muss mich ja anpassen. Ich muss ja wahrscheinlich gleich die Dame spielen. Merde. Schwarz war richtig, oder was? Yes, Baby! Bitte. Letzte Chance. Na los, na los! Schwarz. Schwarz. Nochmal schwarz ist wahrscheinlich riskant, aber egal. Wie? Ich erreiche Reed nicht. Keine Ahnung, wo er ist. Schände Zeit, okay? Ich dachte mir gerade, du musst auch Dreck unter den Fingernägeln haben, wie alle diese Arschlöcher hier. Oder bist du etwa ein Tourist? Kein eigenes Leben, guckst bloß zu und geilst dich an anderen auf? Sie provoziert gern. Naja, ich bin jedenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Ich mag Leute, die damit angeben. Null. Oh ja, Scheiße, ey. Mir reicht's. Was ist null? Setzen Sie, bitte. Ich habe das Gefühl, ich hätte euch unterbrochen, als ich dazu kam. Mach dir darüber keine Gedanken. Och, na komm, wie ist doch bloß freundlich. Nespa, wie? Du schnüffelst ihr doch nicht rum, hm? 24. Denkst du das? Schwarz. Wie? Immer noch kein Zeichen von Reed. Das ist gar nicht gut. Setzen Sie, bitte. Die 8 ist meine Lieblingszahl. Also nehme ich die 8. Okay, stimmt. Du durchschaust mich. Aber zu meiner Verteidigung. Ihr stecht sogar hier aus der Menge heraus. Ist dem so?
Fremde zu belauschen kann gefährlich sein. Manchmal irrt man mehr, als gut für einen ist. Ich soll die ein bisschen provozieren. Soll ich ja machen. Mach ich jetzt. Hör mal. Reed ist verschwunden. Ja, ist nicht dein Ernst. Nicht warten. Du musst beide Scans allein machen. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben uns nur über Politik unterhalten. Über unseren Gastgeber, Monsieur Kurt Hansen. Er verkauft große Waffen für großes Geld. Aber hier trifft man Promis, Politiker, den Polizeipräsidenten. Also dachte ich, vielleicht würde es Hansen als seriösem Geschäftsmann besser gehen. Tu penses pas? Ich denke schon. Mon chéfrère nicht. 6. Gerade. Schwarz. Tja, ist wohl nicht mein Glückstag. Setzen Sie, bitte. Wer ist Kurt Hansen wirklich? Eine wichtige Frage. Sei bei den beiden vorsichtig, wie? Hansen ist ein Anzug ohne Anzug, wenn du verstehst. Ach du Scheiße, ihr Amerikaner. Ihr hattet früher mal mehr Fantasie. Sie spielt mit dir, wie? Lass das nicht zu. Du musst wieder gleichziehen. Dumme Frage, dumme Antwort. Die hast du dir verdient, oder? Touché. Spaß beiseite. Der Colonel ist kein dummer Mann. Er sollte sein Einkommen und seine Posten diversifizieren. 6. Gerade. Schwarz. Ist jetzt schlechter oder besser geworden? Setzen Sie, unsicher. Bitte. Junge, ich setz nur auf Schwarz. Tu ne serais pas en train de devenir trop pote avec elle? Fais pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, elle et moi. Charmante kleine Show, die ihr hier abzieht. Siehst du, Emmerich? Wir sind charmant. Ich meine, Hansen könnte die Junkies aus Dogtown werfen und es zu einem Paradies für Milliardäre machen. Reichtum allein ist langweilig. Man kann in die Gesellschaft investieren, Jobs schaffen, Partys schmeißen. Sie wird redselig. Gute Arbeit, wie? Ja, ich weiß noch nicht mehr. Tätigkeitsorganisationen sind perfekt für Geldwäsche. Glaub mir. 11. Ungerade. Schwarz. Setzen Sie, bitte. Jetzt nur auf Schwarz, Mann. So kindisch, wie amüsant. Was? Hansen und harmlose Geschäfte. Nie im Leben. Reed antwortet immer noch nicht. Aber mach weiter. Jetzt den anderen Zwilling. Dem Typen gehört Dogtown praktisch. Ein gutes Werkzeug. Und wer wäre Hansen dann? Le Maire? Ich bitte dich. Er beherrscht sein Metier perfekt. Ein Berufskrimineller. Gestern Soldat, heute Waffenhändler, morgen Immobilienhai. Warum nicht? Er ist schon Geschäftsmann. Und auf die Legalität zu setzen, ist sehr viel Arbeit nur für einen Imagewechsel. Der kleine Wurm kommt rausgekrochen. 14. Gerade. Et bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Scheiße. Mein gutes Jahr. Bitte. Du hast keinen Respekt für ehrliche, aufrichtige Leute, oder? Ich muss dir sagen, wie. Mir wäre es gleich, ob ich Waffen oder Immobilien verkaufe. Aber jahrelang daran zu arbeiten, wie Menschen mich sehen, mich bezeichnen, in den Augen anderer als anständig zu gelten, das ist mir scheißegal. 24. Gerade. Schwarz. Bin gut dabei, glaube ich. Setzen Sie. Bitte. Mach weiter so. Hab's gleich. Jetzt brauche ich was emotional Starkes. Lachen oder weinen. Egal. Geben Sie Ihre Wette. Steht ihr auf Risiko?
Oh, ma vieille, t'as pas d'idée. Lass uns das Spiel etwas spannender alles machen. Alles setzen. Okay, ich höre. Oh ja, ich bin auch neugierig. Wie wär's, wenn wir alles setzen? Unser ganzes Geld. Und wir wetten auf unterschiedliche Farben. Nur einer gewinnt, der andere verliert alles. Ganz genau so. Moment. Du kommst an den Tisch, besorgst Drinks, redest und redest. Und jetzt setzt du alles? Das ist beunruhigend. Erzähl du uns doch mal etwas über dich. Vorsichtig. Was soll ich denn da erzählen? Was soll ich erzählen? Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Oh Gott! Ich bin Profi-Diebin, wenn du es genau wissen willst. Hab mal Yorinobu Arasaka bekommen. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ist sie nicht wunderbar? Wähle du zuerst. Schwarz. Ich nehme schwarz. Und wir rot. Wie unsere Haare. Wie passend. Alle, 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 alle. Sollen die ruhig gewinnen, ist das egal. Oh. Acht. Gerade. Putain de merde. Lasst uns kurz allein, bitte. Herzlichen Glückwunsch. Moin, Meister. Ich weiß, dass dein Freund Reed bei der FIA ist. Also nehme ich mal an, du bist auch Agentin. Nein, ich habe den Eid nicht geschworen. Außerdem vermute ich, ihr zwei wollt die Präsidentin retten und sie sicher aus Dogtown schmuggeln. Ach, die ist schon weg. Ich sollte euch in Einzelteilen nach Night City zurückschaffen lassen. Na, dann mach's doch. Willst du mir Angst machen? Weiß nicht. Hast du Angst? Warum denn? Wir unterhalten uns doch bloß, oder etwa nicht? Ja, naja. Wow, alles richtig. Sehr clever. Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll von diesem Medienzirkus. All die Anschuldigungen, die idiotische Propaganda. Zum Glück können wir das jetzt hinter uns lassen. Nicht wahr? Ich helfe doch gern. Keine Sorge. Jederzeit wieder, Colonel. Ich lasse dich und Reed von hier abziehen. Und zwar völlig unversehrt und in einem Stück. Ich bin heute mal in diplomatischer Stimmung. Ah ja. Euer kleines Vögelchen kam aus freien Stücken zu mir. Sie war es leid, im Auftrag der Präsidentin internationale Gesetze zu brechen. Sie wollte raus? Die Black Wall durchdringen? Das Net und so die gesamte Menschheit zu gefährden, nur zur persönlichen Bereicherung? Was würde Netwatch dazu sagen? Richtet das Präsidentin Myers aus. Und dass ihre Massenvernichtungswaffe jetzt mir gehört. Sie soll sich aus meinem Revier raushalten. Sonst erfährt die Welt von ihren Spielchen. Ich muss mich um einige Dinge kümmern. Du findest Mr. Reed unten. Merkt ihr diese Fragezeichen über meinen Kopf? Gute Nacht, Grüßen, schlaf gut. Dankeschön. Scheiße, so ein Arschloch. Hast du das gehört? Ja, hab ich. Gefällt mir auch kein bisschen. Der Drecksack meinte gerade, ich finde Reed unten. Hab's gehört. Der Tonfall gefiel mir nicht. Zeit abzuhauen, wie? Wird sonst zu riskant. Ja. Geh zum Aufzug und fahr runter. Wir müssen rausfinden, was mit Zoll ist. Hundertzwanzig.
ich bin fast auf 2 Millionen Eddies, Leute. Bin schon voll hier. Du musst was essen, Lizzie. Kein Arsch. Ach, Lizzie ist hier. Hey, Liz West. Berühmte Sängerin, oder? Und du bist? Wie? Nur wie. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls, nur wie. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Ja, vielleicht. Schönen Abend noch. Hä? Haben wir die Mission nicht schon mit ihr gemacht? Lol, das wäre viel lustiger, wenn wir sie schon gekannt hätte, Mann. Schade eigentlich. Von mir aus können wir hier gleich los. Ich glaube, man kann das DLC echt gut durchspielen, wenn man schon quasi mit dem Hauptgame am Ende ist. In Ordnung? Keine Sorge, das ist alles Routine. Einen wunderschönen Abend. Ist dir was Ungewöhnliches aufgefallen? Also, bei der Wäscherei war jemand. Glaub ich. Vorhin schon. Wir sollten gehen. Mir geht nicht aus dem Kopf, was der Sack gesagt hat. Oh oh. Songbird ist eine wandelnde Atombombe. Und Hansen hält sie an der kurzen Leine. Er kann sie einsetzen, wann und wie er will. Hör zu, wie. Wir müssen sie hier rausholen. Für das Wohl aller. Der Kerl weiß über Meyers Sünden Bescheid. Kommt bestimmt nicht so weit. Aber wenn die Leute erfahren, dass die NOSA-Präsidentin internationale Gesetze zur Cyberspace-Nutzung gebrochen hat, sind die NOSA im Arsch. Entweder hält Meyers den Kopf hin und lässt sich mit der Sache begraben, oder sie widersetzt sich und löst den nächsten Krieg aus. Scheiße. Junge, es sind ja rosige Zukünftige hier. Mann, wäre auch zu schön, wenn eine Mission einmal nach Plan laufen würde. Da stimme ich dir zu. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ein sehr mieses. Ich glaube, es wird gleich noch ein bisschen spannend hier. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall. Schum hier, solltet euch jetzt lieber beide verpissen. Immer geradeaus. Wir bringen euch raus. Was ist für nett. Komm schon, Bee. Kein Grund zu trödeln. Reed. Nicht jetzt, Bee. Warum ist er hier? Gibst mir keine Befehle. Für potenzielle interessante Nachforschungen muss ich diesen Spielstand speichern. Ja. Ich gehe ja schon. Mann. Ja, tust du. Und versuch bloß nichts Dummes. Marsch. Mit dem Kleid kann ich gar nichts. Anzug. Was hat der da am Arm? Warum hält der seinen Arm so komisch? Ich meine, der hat die Waffe da in der Hand gehabt, aber warum? Wie ist das hier gerade ein bisschen weird? Oh, hätten wir uns durchkämpfen können. Ja, vielleicht beim nächsten Spielstand, ne? Ach, ihr geht schon? Wie war die Party? Hattet ah, lustig. Ihr euren Spaß? Ja, die war gut. Fand ich sehr gut. Ignorier sie. Wir sind gleich draußen. Na also, richtig so. Jetzt hau ab. Es kribbelt in meinen Fingern. Fertig mit der Angeberei? Gut, dann verschwinde. Aber die sind ja nicht beleidigt, das geht eigentlich noch. Wenn die jetzt richtig so, boah, irgendwas beleidigend gesagt hätten. War nett hier auf jeden Fall. Wir kommen gerne nochmal hier hin. Ich klaue mir mal die Munition hier, ja? Dankeschön. Ja, beruhigt euch, wir gehen noch. Ist langweilig hier, ne? Ihr seid alle so steif. Nicht stehen bleiben. Los jetzt. Ja, ich bin doch schon, du Affe. So. So, du kriegst erstmal ein paar aufs Maul, Freundchen, ne? Wie ist es gelaufen, wie? Hab alles. Bin bereit. Du hast beide Netrunner gescannt? Detailliert? Alleine?
Ich mit der Waffe. Doch, ich hab alles. So, so. Oh. Und dann hast du dich entschuldigt und bist verschwunden? Sag mir lieber, wo du warst. Was passiert ist? Wir haben uns Sorgen gemacht. Die Mission lief. Ich wollte sie nicht gefährden. Also habe ich mich zusammengerissen, als ich angehalten wurde. Die haben mich eingesackt, bevor wir uns treffen konnten. Der Rest ist egal. Wie lief's am Tisch? Irgendwelche Probleme? Hansen kam vorbei. Wir haben uns unterhalten. Hat gesagt, wenn Myers sich nicht zurückhält, erfährt die Welt, dass Songbird hinter der Blackwall war. Er weiß, wie wichtig sie für die Präsidentin ist. Als persönliche Massenvernichtungswaffe? Ja, wir müssen sie hier rausholen, Reed. Hatte ich befürchtet. Okay, wie? Alex und ich haben zu tun. Wir müssen die Daten von Songbird analysieren. Dauert ein, zwei Tage. Okay. Ihr meldet euch dann? Ja. Wir denken uns was aus und melden uns, sobald es geht. Oh, und wie? Super Arbeit. Soll ich dir mal die Waffe aus der Hand nehmen? Vielleicht geht's dir danach besser. Birds with Broken Wings. Aiden Daniels. Wer ist Aiden nochmal? Wow, echt super. Du Schwachmat. Hoffe, du bist stolz auf dich. Was habe ich nochmal gesagt? Genau, die Ware hat Prio. Aber nein, anstatt mir zu... Ach so, der. Zu Gorch musst du eine tolle Heldin aus einem BD machen. Ach, hör auf, mit so viel Dankbarkeit kann ich gar nicht umgehen. Ich habe dir bloß das Leben gerettet. Echt witzig und ziemlich unter der Gürtellinie. Deine Heldenallüren haben uns die Ware gekostet und das heißt, dass manche Leute daran glauben müssen. Ich lach mich tot. Ach, Junge, ey. Wie, alles okay? Du bist plötzlich verschwunden. Hoffe, du bist sicher aus Saphir gekommen. Sapphire, Saphir? Warum komme ich auf Saphir? Nett, dass du fragst, aber bei uns ist alles okay, wir sind ohne Probleme verschwunden. Gute Arbeit, selbst wenn Hansen einen Verdacht hat, wird er sich nicht erklären können, was genau passiert ist, zumindest noch nicht. Ich gebe ja zu, als Hansen sich erstmal an mir festgebissen hatte, dachte ich, dass es vorbei ist, aber dann bist du plötzlich aufgetaucht. Wieder du. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Das ist garantiert noch nicht vorbei, wie jetzt nicht mehr. Sieht aus, als würden wir beide aus demselben Grund kämpfen. Als du verschwunden bist, bin mir ja immer noch nicht sicher, ob das nicht mit Absicht war. Ich weiß nicht. Das ist offensichtlich und hoffentlich ist dir noch was klar. Wir besorgen dir die Hilfe, die du brauchst. Das verspreche ich dir. Schließlich sind wir beide Seeleute auf derselben sinkenden Schiff. Melde dich, okay? Boah, ich weiß nicht, Leute, ne? Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen können. Ich weiß es nicht. I hope. Ich weiß es echt nicht. Sollen wir uns nach Hause fahren? Ach ja, umziehen müssen wir uns auch nochmal eben. Warum ist die Aktion gesperrt? Sieht ja jetzt richtig toll aus. Oh. Bewaffnete Fahrzeuge. Manche Autos sind mit verschiedenen Waffen wie Maschinengewehr oder Raketenwerfer ausgestattet. Halte zum Schießen Linksklick gedrückt. Standardmäßig werden Gegner automatisch erfasst. Im Menüanstellung kannst du diese Option ändern. Drücke Alt, um die Waffe zu wechseln. Halte zum manuellen Zielen Rechtsklick gedrückt. Drücke F, um das Fahrzeug. Okay. Mhm. Ich wollte eigentlich nur Licht anmachen. Naja, egal.
Weil ich kurz auf Z gedrückt habe. Hey, ich habe dir was in deinem Apartment in Little China vorbeigebracht. Ein kleines Andenken an die Mission. Du solltest dir Popcorn besorgen. In Little China? In Little China? Hat sie was hingelegt? Warum hat sie denn in Little China was hingelegt? Oder ist das weiter oben? Na, wir bleiben auf DJ-Scheiß. Alles klar. Soll vorkommen. Das war das verunsichtbarste Garagentor, was ich je gesehen habe. Ist das denn Little China oder war das weiter im Norden? Aber das müsste Little China eigentlich gewesen sein, das hier. Das war es nicht. Nee. Wir fahren da mal hin. Ei! Weil ich kurz nichts gesehen habe, Mann. Oder meinst du, sie hat was in Lager reingepackt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Night City ist heute Feiertag, ist keiner da. Ah, alles gut. Ah, kein Problem. So, erstmal umziehen. Little China. Ist doch Little China.
Ich weiß halt leider nicht, was sie uns hinterlegt hat. Hat sie das da reingepackt? Ich weiß es nicht. Aber sonst hätte sie ja gesagt Lager, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist Japantown, ja, aber Little China ist es auch nicht. Gut, oder hier. Hier ist Little China. Ach, das ist unser Standardding. Ich hoffe, dass wir hier. Okay, okay. Never mind, Freunde. Ich habe mich einfach komplett vertan. Ich habe gedacht, das wäre das. Alles gut. Dann gehen wir nochmal eben kurz da unten. Ich muss gleich mal dringend pullern. Schnellreise hin. Schnellreise. Schnellreise gibt's nicht. Dann halt nicht. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Warum ist die Map jetzt so klein? So groß. Das war nicht extra. Haben die da keine Konzernsecurity? Na gut, wir kommen. Ich hab schon wieder ein paar Bugs, dass ich hier. Oh nein, bitte nicht. Okay, speichern kann ich aber diesmal hoffentlich, Gott sei Dank. Hier waren wir aber schon lange nicht mehr. Oh, ich muss voll dringend pullern, ey. Die Blase drückt. VAV ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Die Schubdüsen des AVs wurden durch eine unerwartete EMP-Entladung deaktiviert, die von einem beschädigten Fahrzeug in Santo Domingo ausgingen. Eine versuchte Notlandung des Piloten war leider nicht erfolgreich. Die Überlebenden des Absturzes sahen sich einer Bande Nomaden ausgeliefert. Glücklicherweise konnte das überlebende Kantau-Sicherheitspersonal den Angriff ohne weitere menschliche Verluste abwehren und sich in Sicherheit bringen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und will gegen die Nomadenlager entschieden und gewaltsam vorgehen. Nach der Pause, Präsidentin Myers hat eine Stellungnahme zum Flüchtlingsstrom aus den Niederlanden abgegeben. So. Ist das neu? Ich weiß halt leider nicht, was sie hier hingestellt hat. Hallo Mauzi. Was sie mir hingestellt hat. Das hier war es, glaube ich, nicht. Keine Ahnung.
oder war es doch der Braindance? Ich weiß es nicht. Ich weiß leider nicht, was durch den DLC normal ist. So, mal eben ganz kurz hier alles rausnehmen, würde ich sagen. Und dann gehen wir nochmal schauen, was wir verkaufen können, was nicht. Die Frage ist... Perfekt. Gut, schon einmal speichern. Ich bin wieder nackt. Man kennt es. Zieh doch mal schnell was an! Okay, ganz kurz. So, jetzt habe ich das hier, ne? Ist das denn jetzt auf, So, ich bin jetzt auf 6 und das ist auf 1, ne? Ah, okay. Wenn ich jetzt auf 6 gehe, dann ist wieder das Richtige, ne? Weil ich habe, glaube ich, die Anziehsache nicht mehr scheinbar. Keine Ahnung warum. So, was haben wir denn sonst? Eigentlich nichts Interessantes, glaube ich, ne? Was man so bearbeiten könnte. Dass hier keine Musik ist. Alter, so ist doch gut. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also so. Ich meine natürlich so. Nur jetzt noch ein vernünftiges Oberteil, so ein Pullover-mäßig. Alles klar, meine Hose ist wieder drauf. Ja. Wie kann ich keine Jacke darüber ziehen? Kann man nicht. Kann man keine Jacke drüber ziehen? Beste Musik in NC Cyberpunk ist Pon Pon Shit. Ja, ja, genau, klar. Das geht wieder, okay. Junge, also bitte. Ach, das ist diese Hose, Leute, aus die man von den Twitch-Drops bekommt. Geil. Weiß ich nicht, also von vorne sieht die okay aus, aber der Arsch sitzt irgendwie nicht so geil. Aber das ist ein generelles Problem bei den Frauenhosen. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die Hose gar nicht mehr, die ich da jetzt anhatte. Ich glaube, ich habe die echt nicht mehr. Ich glaube echt nicht. Das ist eine der geilsten Hosen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Ja, wir ziehen trotzdem an. Das ist nochmal das beste Outfit. Okay, was haben wir sonst noch hier so? Ich glaube, Anziehsachen sind echt unrelevant geworden. Ich verkaufe mal kurz ein paar Sachen. Kann ich die Sachen... Ja, ich verkaufe die einfach.
So, Anziehsachen. Verkaufen. Guck mal, glaube ich, gar nicht empfohlen, das hier. Also, ne, ich finde ja alles hässlich. Der Pelzmantel sieht ja geil aus. Kommen wir trotzdem. Mhm. Die lasse ich mal. Das lasse ich mal. So, ich glaube, so ist in Ordnung. Scheiß auf den Sachen. Gerade ins Spiel geladen, direkt pum pum steht im Radio. Perfekt. So, Waffen verkaufen müssen wir eigentlich nicht unbedingt machen. Ist mal. Mauzi, Mauzi. Bei den Waffen weiß ich nie, was ich da behalten soll und was nicht. Hängen die Sachen eigentlich jetzt mal auch hier drin, wenn man die ins Dings macht? Nee, ne? Ich glaub nicht. Schade. Eigentlich lohnt sich jetzt gar nicht, irgendwas im Lager zu haben. So. So, okay. Das können wir nicht zerlegen, die Machete, oder was? Ja, das können wir aber zerlegen. So, mal eben kurz Scharfschützengewehr. Name. Warum sind die jetzt nicht sortiert nach Name? So, jetzt. Was? Nee. Eigentlich müssen die Scharfschützengewehr doch jetzt alle zusammen sein. Wo ist denn das Scharfschützengewehr, was wir da mitgenommen haben? War das das hier? Aber hieß das nicht Tsunami? Ach, was weiß ich denn schon. Bei Waffen blicke ich aber auch echt nicht mehr durch, was ich da mitnehmen soll und was nicht. Also ich packe auf jeden Fall. Tipi würde ich gerne hier reintun. Warum kann ich ihn nicht da reintun? Bevor ich den aus Versehen zerlege. Das wäre so dumm. Packen wir mal hier rein. Die will ich nicht aus Versehen zerlegen.
Habe ich überhaupt eine bessere? Welche hatte ich denn sonst immer gespielt? Dich immer die gespielt? Ne, die haben wir gespielt, ne? Glaube ich. Ja, die hatten wir gespielt gehabt. Paar Waffen weiß ich halt nie. Ich habe keine Ahnung. Nachladegeschwindigkeit ist besser, Schaden 170 weniger. Ich weiß es doch nie, was ich da nehme. Bin zu doof, ich packe jetzt alle Waffen hier rein. Ach, die war das. Kann ich auch nicht da reinpacken. Nein, nicht. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich nehme doch alle mit, scheiß drauf. Alle auf Tisch. Egal. Scheiß drauf. Was können wir denn eigentlich hier bei den BDs machen? Das gab's vorher auch, oder? Ja, stellen die das belastend. Was können wir hier machen? Ich frage für einen Freund. Muss man mal auf Klo, ne? Wow, es mucho más hermosa en persona. Unglaublich! Einfach bezaubernd! Davon haben wir ein BD, warum das denn? Ich gehe mal eben kurz auf Klo, bevor wir da. So, und wie
Rate meine Dreiviertelstunde Zwangspause gemacht, nun will ich schlafen, muss aber noch mindestens bis 6 machen. Abst du, Sterni. Also ich verstehe gerade nicht, was hier abgeht. Warum haben wir davon PD? Kannst auch nicht vorspulen. Komisch. Ganz, ganz komisch. Oder war das Geschenk, das PD? Ich glaube, das war das Geschenk von Alex, oder? Safe. Safe. Hey, du meintest doch, dich um das Hier und Jetzt kümmern muss, dass dir die Zeit davon läuft. Klingt alles ziemlich ominös. Muss ich irgendwas dazu wissen? Ich meine, wenn wir zusammenarbeiten und uns aufeinander verlassen. Naja, meine Uhr tickt und das dank einem Relikt-Prototyp in meinem Schädel. Den man nicht entfernen kann, ohne mich bloß schneller umzubringen. Song hat mir ein Heilmittel versprochen, deshalb bin ich bei dieser Sache dabei. Das ist keine große Sache, du kannst bei der Mission auf mich verlassen, das verspricht. Scheiße, es klingt ja noch schlimmer und seltsamer, als ich erwartet hatte. Du weißt, warum ich das frage, wenn du auf einmal mitten während der Mission umkippst. Ich habe gelegentliche Anfälle, aber die sind kurz, habe alles im Griff. Weißt du, was ich als allererstes gelernt habe, als ich in diesen Metroplex-Slums aufgewachsen bin? Sowas wie völlige Kontrolle gibt es nicht, vor allem wenn externe Faktoren es noch komplizierter machen. Wie wenn man sich auf Leute verlassen muss, die nicht vertrauenswürdig sind. Meine Familie hat die Realität einfach aufgegeben, sich Bidis reingezogen, sich von Fieder, ununterbrochenen Proteininjektionen und Drogen in den Körper pumpen lassen. Mein bester Chum aus der Kindheit ist ins XPD-Geschäft eingestiegen und hat mich mitgeschleppt und mich dann hängen lassen. Ja, schade, wie oft man solche Geschichten hört. Als Jugendliche habe ich von der Traumfabrik fantasiert, wollte ein Star werden. Stattdessen habe ich ein BD-Studio gefunden, das nicht auf der Suche nach neuen Talenten war, sondern nach potenziellen FIA-Agenten. Also habe ich meine Zukunft auf der Agency gesetzt und auf meinen Mann, den ich als Freund ansah. Und dann bin ich doch nur in einem anderen Slum gelandet. Insofern, wenn mir jemand sagt, dass ich mir keinen Kopf machen muss und er alles im Griff hat, dann weiß ich genau, dass das Schwachsinn ist. Verstehe ich. Ich kann dir trotzdem versichern, dass ich meine Krankheit bislang gut im Griff habe. Verstanden. Aber ich lasse euch nicht hängen. Das verspreche ich dir. Nee, so ist es nicht. Sachen passieren wegen unserem eigenen Schein nicht. Dringende Lieferung. Wie gefällt dir der Wagen? Ist Ihre Majestät zufrieden? Ist der Motor noch nach Ihren Wünschen aufgemotzt? Sind die Reifen kugelsicher genug? Machen die Kanonen alles platt? Schützen die Panzerplatten den Allerwertesten Ihrer Hoheit? Eine bescheidene Diener Muammar hofft, dass der Heria Oldlaw dich wie eine echte Königin wandelt. Ich fragst du noch mal nach, ob mir dein Geschenk gefällt. Ah, wie du bist, sowas von durchgeknallt, fehlt mir echt, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, dass dieses Luxus-Sportpanzer dich glücklich macht. No. Ich vermisse es schon wieder ein bisschen mit River zu quatschen, Mann. Oh, jetzt ist die Katze da, wie süß. Sweetie. Ja komm, wir gehen ein bisschen pennen. Ab in die Haie. Vielleicht ruft er ja bald mal an.
Also der Salomon. So, wir schlafen mal bis 10.30 Uhr. Wir machen den Sterni. Nach einer langen Schicht im LKW. Mauzi sitzt da noch immer. Shane, Kay wollte mich nochmal melden. Tool findet langsam wieder zu sich selbst. Manchmal wacht er immer noch auf und schreit irgendwelche Sachen aus Linas BDs, aber im Großen und Ganzen geht es ihm besser. Der Laden läuft ziemlich scheiße, aber so ist das in Dogtown halt. Da muss man sich keine Illusionen machen. Tut mir leid, dass der Laden nicht läuft, aber das sind echt wenigstens gute Neuigkeiten über Tool. Das hätte echt schief gehen können, wenn wir ihn so gelassen hätten. Wenn du jetzt noch damit aufhört, mich ständig kleine Suka zu nennen. Was? Okay. Wie, ich habe hier ein paar Fakten für dich. Ausnahmsweise sogar mal erfreuliche. Der Ripper, die wir angehört haben, haben mir den geklauten Arasaka-Ausstattung schon 17 Operationen durchgeführt und kaputte Nieren durch ein glückliches Lächeln ersetzt. Das klingt jetzt total kitschig, aber im Ernst. Bei dem Scheiß geht mir echt das Herz auf, Chum. Und wir haben auch noch eine Dialysezentrum eröffnet. Dauert doch noch ein wenig, bis wir die Organtransplantation organisieren bekommen. Kein Scheiß, wie wir haben hier was verändert. Und das alles dank dir. Oh. Ach wie, ohne dich hätte ich das nie geschafft. Aber jetzt muss ich Santo nochmal um sich selbst kümmern. Mit seiner Hilfe versteht sich. Mit meiner Hilfe versteht sich. Okay. Alles klar. Mauzi. Irgendwie süß, dass sie hier rumchillt. Sorry, Sterni. Oh, erstmal eine schöne Dusche. Tut das gut. Und natürlich auf Klo. Was ist das daneben? Das ist Muschel? Alles klar. Ja, okay. Oh. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei Alex. Klar, bis dann. Ach, schön wäre hier zu sein. Ey, wo ist mein Auto?
So. DJ Set, beste Leben, wenn der andere scheiße ist. Okay, was haben wir denn hier noch? Wir könnten noch mal eben zu Misty fahren. Das Auto hat einfach zu viel Power. Waffe weg wie. So. Hey Misty, ich habe weitere Wandbilder gefunden. Nur waren die anders. Ich kann es schlecht erklären. Anders halt. Beschreib mir, was du gesehen hast. Also, eine Gestalt mit Kapuze, dahinter ein Stern oder Pentagramm. Mit Teufelsgeschäften kennst du dich aus, oder? Der König der Pentakel. Die Geschäfte sind deine. Mit jemandem, der aus schierer Willenskraft ein mächtiges Reich errichtet hat. Solche Leute sind gefährlich wie. Die Welt sieht von einem Thron gesehen anders aus. Deine Herrschaft wird ständig bedroht. Da wäre mir der Teufel lieber, ganz ehrlich. Ich soll also vorsichtig sein. Ich bezweifle, dass simple Vorsicht ausreicht. Dafür ist das Schicksal zu stark. Folge immer deinem Herzen. Bleib dir treu, selbst wenn du mal verlierst. Da war eine sitzende Gestalt mit irgendwas in der Hand, einer Keule oder einem Zepter oder so. Der König der Stäbe? Du bist also einem Anführer begegnet, der seine Ziele mit gewissen Prinzipien oder sogar einer Vision verfolgt. Ist das gut oder schlecht? Das hängt wie immer von dir ab. Der König der Stäbe steht für neue Chancen, für das Ablegen alter Muster und Gewohnheiten, aber auch für gewisse Gefahren. Rücksichtslose Handlungen und Abkürzungen. Am Ende könnte ein Opfer stehen, das du bringen musst, um irgendeine Erwartung erfüllen zu können. Oh, das hört sich richtig toll an. Eine sitzende Gestalt mit, ich weiß nicht, einem Kelch oder so? Ah, der König der Kelche. Sei besonders vorsichtig mit Bekanntschaften, auf die sich die Karte beziehen könnte. Ich habe das Gefühl, ich muss eh immer vorsichtig sein. Einerseits steht der König der Kelche für Verständnis, emotionales Gleichgewicht. Andererseits aber auch für Manipulation und spirituelle Krisen. Und wie? Das Letzte, was dein Geist braucht, ist noch mehr Chaos und Enttäuschung. Das weiß ich auch. Da war ein Kerl mit zwei Schwertern. Ah, das ist der König der Schwerter. Einer meiner Lieblinge. Oh, steht was Gutes an? Der König der Schwerter steht für Klarheit und höchste Vernunft. Aber wenn Emotionen überkochen, kommen nicht einmal die gegen das Chaos an. Seine Wahrheiten sind oft erbarmungslos und schmerzhaft. Daher leben manche lieber eine Lüge, als sich ihnen zu stellen. Wow. Du bist eine echte Freundin, Misty. Danke. Obwohl ich immer noch nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll. Ich denke, du bist zwischen starken Persönlichkeiten gefangen, die sich bekriegen. Sie wollen dich beeinflussen. Nur sind sie sich dessen nicht unbedingt bewusst. Das ist mir nicht neu. Tu das nicht ab, wie. Dir bieten sich neue Möglichkeiten, neue Wege der Erkenntnis. Sie bringen dir entweder Erlösung oder Verderben. Die Entscheidung liegt wie immer bei dir. Du gestaltest dein Leben und dein Schicksal. Und welcher Weg ist der richtige? Bleib dir einfach treu, wie.
Dein Herz wird dir den Weg zeigen. Dir steht ein großes Ereignis bevor. Halte danach Ausschau. Willst du mir die Karten legen? Liebend gern. Denk an kürzliche Ereignisse und die Zukunft, die du erwartest. Ich glaube nicht, dass die Karten auf das DLC angepasst sind. Der Eremit. In Einsamkeit erkennt er die Wahrheit über sich und die Welt. Daraus schöpft er Kraft. Seine Laterne zerschneidet die Dunkelheit. Das könntest du sein, oder jemand, der dir wohlwollend gesinnt ist. Doch Vorsicht. Ein umgekehrter Hierophant lauert in den Schatten. Er bedroht Leben und Autorität, bringt Rebellion und Fanatismus. Er ist eine große Gefahr. Der Teufel umgekehrt. Du wirst dem Einfluss mächtiger Menschen mit unklaren Motiven ausgesetzt sein. Sei sehr vorsichtig. Der Turm. Du und dein Umfeld werden einen großen Schock erleben. Wenn der Turm fällt, ist nichts mehr, wie es einmal war. Turm? Einfach gar nichts. Danke für die Warnung, Misty. Ich werde aufpassen. Gut, dass du verstehst. Wie immer. Willst du? Stehst du etwa auf die? Nee, eine Freundin von mir hat hier mal gearbeitet. Wo wir schon mal hier sind. Können wir ja gucken, ob er irgendwie was uns machen kann. Ich würde gerne mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Sieh's dir an. So viel Geld, ne? Das wollte ich eigentlich alles sparen, das Geld. Plus 6 maximal Speicherpunkte. Die lasse ich erstmal so. Led. Titaniumknochen. Parabellum. Kann ich alle hochdingsen. Frage ist nur, was das für ein Upgrade dann wird. Das kostet so viel. Ja, das ist wirklich sehr teuer. 84 finde ich ja schon viel. Nervensystem.
Schadensminderung. Verlangsamt die Zeit beim Zielen. Irgendwie nichts Geiles, wo ich sage, Alter, das bräuchte man. Ganz schön teuer, die Scheiße hier. Kann ich nicht mehrere davon anziehen? Habe ich jetzt nochmal das gleiche gekauft? Nahkampf. Das ist wesentlich günstiger hier. Beine. Doppelsprung ist das Beste, was du machen kannst. Kurz gucken. Kann ich aber nicht. Nein, das bleibt alles so. Steven Santos? Steven. Hey, wie lange nichts mehr von dir gehört. Erinnerst du dich an mich? Steven Santos, der Mann der Vernunft? Ich werde nie vergessen, dass du dich für die vernünftige Option entschieden hast. Ich bin gerade in Night City. Wollen wir uns treffen? Jetzt nochmal Steven Santos. Wir reden in Erinnerungsschwelgen über Biomontere reden und Scav, über Scavs auch reden. Der Vernünftige? Den Wütenden? Hä? Sobald wie möglich, aber lieber in NC. Von Doktorn habe ich für den Rest meines Lebens echt die Schnauze voll. Ich schicke die Adresse. Ist das der Typ, dem wir da geholfen haben? Warum laufe ich denn jetzt so langsam? Ich bin überladen. Warum bin ich überladen?
Ich hätte das vielleicht nicht machen sollen, was ich da gemacht habe. Ich lade nochmal neu. Ich lade nochmal neu. Ich da schon wieder alles gemacht, dass mein Gewicht darunter geht, ey. Irgendwas habe ich ja schon mal rausgebaut, was blöd war. Einerseits steht der König der Kelche für Verständnis, emotionales Gleichgewicht. Andererseits aber auch für Manipulation und spirituelle Krisen. Und wie... Jetzt oh, mal eben kurz der König der seine Wahrheit. Ich. Das ist mir nicht neu. Tu das nicht. Die Entscheidung. Und. Bleib dir einfach. Oh. Alles klar. Ich meine, eine Stunde warten. Weil theoretisch müsste ich ja dann warten, ist gerade nicht möglich. Alles klar. Weil dann müsste ja eigentlich die andere Mission mal kommen. So, jetzt hat er geschrieben, okay. Ja. Ich schick dir die Adresse. Okay. Wann schickt er die Adresse? Wenn ich aus dem Auto aussteige? Ja, schickst du auch die Adresse? Ah, hier. Ach, der ist das. Ja, mal das hier ausprobieren. Das ist ja gar nicht das richtige Auto. Hey, warum kann ich denn schon wieder nicht schießen? Echt schick, was? Los, mach das Teil zu diesen Koordinaten. Big schick. Das machen wir auch noch mal eben kurz. Wie haben wir wieder Aufträge bekommen von Mr. Hans, weil zwei fehlen noch. Zwei bekommen wir noch. Oh.
Oh, Lou müde. Ich glaube, Lou geht gleich ins Bett, Freunde. Hier hängt da noch jemand am Heck. Und wo? Bald müssen wir dann fahren, 3 Kilometer. Wir fahren einfach und müssen schnell abgeben. Warum kann er mich Stunden kosten? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh. Einfach gleich ein bisschen ins Bettchen. Bisschen heier machen im frisch bezogenen Bett, das riecht so gut. Bisschen mit dem kleinen Hund die kuscheln, dann geht's gleich schön schnell die Waagerechte. Das war ja einfach. Immer gerne. Wir kümmern uns dann um den Rest. So. Ah, okay. Alter. Junge, wo müssen wir denn schon wieder hinfahren? Fünf Kilometer. Dann das Kurs und das. Nein, nein, wirklich. Ich fahre da hin und dann mache ich das morgen. Das mache ich entspannt in Reno morgen. Junge, also rechts vor links und so. Idiot. Ein gutes Auto. Bei 109 auf der Autobahn, so wie der Sterni mit seinem LKW fährt. Alle Straßen frei, ist ja Luxus wie Sau hier. Das war knapp. Oh.
Einmal kurz aussteigen. Das sind doch die guten Mitfahrer. Jetzt geht's hier aber ab, Leute. Viele Mitfahrer wollte ich gar nicht. So. Aufpassen, ich muss hier wieder auf die Spur. Da war wieder so ein Wagengedönse, aber nein. Der sitzt da sogar. Ja, genau. So, Leute, aber wie gesagt, ich speichere jetzt hier. Und ja, ich glaube, schön wäre es bei 90 ist Schluss. Bei 90? Und ja, es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich glaube, der nächste Stream wird auch nochmal aufregend mit der Hauptstory. Ich habe einfach keinen Bock, dass das Spiel bald wieder endet, Leute. Ne? Ich habe gerade so Spaß an dem Game. Ne? Ach man, naja, gucken wir mal. Hoffentlich bleibt das noch ein bisschen so. Nicht, dass ich das hier einfach zu schnell durchzocke. Das wär's. 93. Ach, ist ja gut. Naja, vielleicht bin ich morgen früh um 9 Uhr wieder live. Mal schauen, vielleicht spiele ich da ein bisschen Red Dead dann. Red Dead Redemption. Ein bisschen Abwechslung reinzubekommen und dann wieder nachmittags gegen, was weiß ich, wieder Cyberpunk. Und ja, weil ich glaube, abends ist so ein bisschen die Stimmung fürs Game einfach geiler. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann morgen früh um 9. Gute Nacht, schlaft gut. Gute Nacht, tschüss, bis morgen.